So, guten Morgen, willkommen bei einem kleinen Neuprojekt. So, das werde ich immer mal so wieder zwischendurch spielen und ja, so sehr unregelmäßigen Abständen was Neues hochladen und nein, es funktioniert nicht. Gut, ja, ich muss den Focker wegen herunterdrehen, weil sonst leckt es aufgrund meiner vermutlich immer noch sehr schwachen CPU. Und bevor jemand fragt, nein, das ist nicht Minecraft. Nein, denn ich bin zu geizig, 15 Euro auszugeben. Ja, ich bin ein sehr geiziges Arschloch. Das ist Manic Digger. Yay. Yeah. Dass ich im Fenster spielen muss, weil es im Vollbild ebenfalls leckt während der Aufnahme. Warum auch immer. Krebs sagt sich einfach wieder, hey, ich fresse deine ganze Leistung weg. Und es ist nur Open Source. Nein, es hat angefangen als Open Source Client für Minecraft Server, für den Minecraft Server, aber das ist dann irgendwie in ein eigenständiges Projekt, möchte ich mal sagen, geändert, dass man sie auch gratis herunterladen kann und gratis spielen kann natürlich. Man muss also nichts zahlen dafür, es sind momentan die Möglichkeiten noch etwas beschränkt und warum laufe ich eigentlich so bescheuert in der Gegend rum, mach nichts Sinnvolles. Ja. Irgendwie funktioniert da in der aktuellen Version einige Dinge nicht mehr so ganz, wie sie sollten und so. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich schalte das Crafting gleich mal komplett ab und so und mache einfach mal unbegrenzt viel Blöcke. Und dann kann ich hier ein bisschen Lego-mäßig bauen. Und warum sind die Maps alles treppenartig angelegt? Das ist doch irgendwie egal. Dann bauen wir unser Haus eben am Berg. Ich wohne eh am Berg, da merke ich den Unterschied gar nicht. Und das ist so ein bisschen wie Lego für mich jetzt. Hier gibt es auch nicht irgendwie Zombies oder so, wie bei Minecraft. Also noch nicht. Es befindet sich ja noch in Entwicklung, es fehlt noch so einiges. Und auch wenn sie auf der Hauptseite schon länger kein News-Update mehr kam, ist wohl noch immer einiges Aktivität da, zumindest im Forum melden sich immer wieder so Flamer an. Oh, ihr habt doch alles von Minecraft geklaut, ihr Noobs und so, wisst schon, ne? Weil, wenn man sieht halt doch, eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, kann man nicht abstreiten. Aber gut, ich meine, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer wo überall alles geklaut hat, da dürfte nicht mehr viel auf dem Markt sein, wenn wir das alles vom Markt holen wollen. Also da fangen wir am besten mal mit Windows an, ne? Weil da ist eh die Hälfte geklaut. Oder World of Warcraft, das ist eh fast komplett geklaut. Also was jetzt die Features angeht. Und ja. Ich mache hier erstmal einen schönen Platz frei. Und das wird bestimmt ein äußerst langweiliges Let's Play, weil im Gegensatz zu Minecraft, das ich nicht habe, wie ihr bereits erwähnt, hat man hier wesentlich weniger Funktionen. Und da ist Stein. So, jetzt ist er weg. Ist ja noch mehr. Oh, verpiss dich, du Stein. So, und weg ist er. Da ist ja noch mehr. Ist ja voll scheiße. Ich will jetzt keinen Stein da haben. Oder will ich Stein da haben? Keine Ahnung. So, wie komme ich darauf, überhaupt dieses Spiel zu spielen? Ja, ich habe gerade eben wieder das Let's Show von Gronkh angeschaut, ja. Also nur das Show, nicht sein Let's Play von Minecraft, weil ich schaue meistens nur fertige und abgeschlossene Let's Plays. Und hey, da habe ich gedacht, hey, schönes Spiel und so, ne, aber nee, bist geiziges Arsch und du gibst jetzt keine 15 Euro dafür aus, nein. Wird interessant, was ich da bastel. Ich bin selbst schon sehr gespannt, was es wird. Und da habe ich halt einfach mal nach Minecraft und Open Source gegoogelt, also gesucht halt im Internet. Ja, wisst schon, was ich meine. Und dann habe ich das hier gefunden. Yay! Also erst habe ich noch ein bisschen was anderes gefunden. Scheiße, jetzt habe ich ein Stativ gebaut. Ich bin ein Held. Und ja, dann habe ich halt gedacht, ich lade mir das mal runter und so und schaue mir das mal an und dann habe ich es mir runtergeladen, habe es mir angeschaut, habe dann erst mal überlegt, das Crafting, das funktioniert überhaupt nicht und so, ich kann keine Blöcke und so erstellen. Ja, es wurde noch wegen verbuggt in der Version, aber was soll's. Bugs muss man leben, bei EA Games sind ja Hauptbestandteil des Spiels inzwischen. Also,
praktisch, wenn man ihr Game-Spiel kauft, kauft man sich einen Bug, ne? Weil es ist auch eine Art Herausforderung, ein Spiel, das total unspielbar ist, zu spielen und zu gewinnen. Und ach Gott, es ist echt schön, wie Lego bauen. Nur der Unterschied, dass ich dieses Mal die Lego-Blöcke nicht irgendwie kaputt schlage jedes Mal. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das so in echt machen wird. So Lego-Blöcke und anstatt sie immer wieder auseinanderzuziehen, schlägt man sie einfach kaputt und kauft sich neue. Ich glaube, Lego würde damit ein Vermögen verdienen. So, jetzt reiße ich das, was ich hingebaut habe, wieder ab. Ja, ich könnte echter Maurer werden, die machen das ja so ähnlich. Bevor jetzt einer sagt, ich diskriminiere Maurer, das ist nicht wahr. Das ist einfach die Wahrheit, was ich sage. Und ich hoffe mal, das Spiel wird weiterentwickelt. Also, sprich, sie klauen noch mehr Features von. Ich kann nicht mitten in die Luft bauen. Ist ja voll scheiße. Von Minecraft. Genau, klauen alles. Sowieso. Machen die Leute von Open Source. Das ist ja alles geklaut, wissen wir ja schon. Obwohl, das lasse ich da offen. So, mein Notausgang. Wofür auch immer. Halt. Ja, ich verwechsel die Tasten immer wieder. So, das ist hier mein Hinterausgang. Für welchen Fall auch immer. Und ich, wie gesagt, ich werde es halt in unregelmäßigen Abständen werde ich hier mal weiterspielen, immer wieder mal. Was haben wir da halt? Ah ja. Ich habe auch erst überlegt, ob ich irgendwie die uralt freie Version da spiele. Aber nö, die ist. Da muss ich mich auch erst registrieren und ich registriere mich immer so ungern irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und wir reißen noch ein bisschen was weg. Gott, oh Gott. Das muss so unglaublich spannend zum Zuschauen bestimmt wieder sein. Aber es sieht doch schon mal schön aus. Hier reißen wir noch eine Reihe weg. Und warum sind die Karten? Karten sind noch ein bisschen scheiße designt, aber es ist Open Source, da darf man auch mal über sowas hinwegsehen. So, wir haben eine schöne freie Fläche geschaffen, jetzt braucht man. Das braucht man. Nein. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich bin so ein fähiger Mensch. So. Tschüss. Über diese freien Flächen da, das nervt doch. So, wir haben schon mal einen schönen Bauplatz ausgehoben. Ich wünschte, es gäbe einen Bagger, der das alles irgendwie 10-mal so schnell machen könnte. Nein. Wir machen das alles händisch. Hier mit dem falschen Block. War ja klar. Weg. So, jetzt legen wir ein schönes Fundament, warum auch immer. Gott, das ist. Echt wie Lego spielen. Nur mit dem Unterschied halt, dass man die Blöcke kaputt schlägt, statt sie auseinanderzuziehen. Was ich schon mal erwähnt habe. Und die Blöcke haben hier auch keine komischen Quadrate oben drauf. Das wird wahrscheinlich ein unglaublich langweiliges Let's Play werden, weil man sieht nur, wie ich so Blöcke platziere und ja. Aber das ist mir jetzt mal total egal. Ich hab meinen Spaß und ihr müsst euch ja nicht angucken, ne? Gut, außer natürlich jemand steht hinter euch mit dem Gewehr, hält euch ein Gewehr in den Kopf und sagt, ey, du guckst dir das an oder ich drück ab, ne? An eurer Stelle würde ich sagen, drück ab, Junge, drück ab. Und mir fällt auf, ich habe da einen groben Designfehler. Aber den können wir ja ruckzuck beheben. Ein Hoch auf die fehlende Physik-Engine. Die auch, glaube ich, in Minecraft irgendwie komplett fehlt. Mehr oder weniger. Sonst würde mir das Ding jetzt wahrscheinlich von da oben runterfallen, mich voll totschlagen, aber sterben kann man ja auch. Mensch, mach nicht so Sachen, du. Scheiß Unkraut, das wächst alles. Das ist der Wahnsinn. Und. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
Egal, das Spiel hat auch einen Vorteil gegenüber Minecraft, genau. Es ist nicht in Java, haha. Ist doch schon mal ein Vorteil. Java ist ja, wie wir alle wissen, scheiße. Ja, ich weiß, inzwischen ist es schneller geworden, bla bla bla, und sowieso besser. Und plattformabhängig, ja ja, es ist immer noch langsamer als C++. Das ist eine Tatsache. Und die Plattformabhängigkeit ist auch so eine Sache, ich meine. Analsex ist ja schließlich auch plattformabhängig. Deswegen hat aber trotzdem nicht jeder Analsex, oder? Ich komme jetzt vor wie so ein Mähdrescher halt. Vroom, 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 vroom. Okay, das war jetzt ein sehr merkwürdiger Mähdrescher. Da ist der Motor bestimmt irgendwie kaputt. Sollte man mal wechseln. Hat wahrscheinlich mein Chef damit Schnee geräumt. Ja, wie auf seinem kleinen Rasenmäher-Bulldog. Da hat eine Schaufel vorne dran gebastelt und hat immer Schnee geräumt. Doch inzwischen klingt das Ding auch recht kaputt. Also der Kolben, der dreht sich manchmal schon gar nicht mehr. Der Kolben, ja. Ich meine die Welle. Oder was? Ja, ja, auf jeden Fall, es dreht sich teilweise schon nichts mehr und ich beschreibe das mal wieder total super. Und ja, es geht auf jeden Fall so langsam kaputt, das Ding. Weil immer so ein riesen Schneehaufen zusammenfährt und dann fährt immer voll drauf, damit das Zeug weggeht. Aber bei den Schneemessen kann man ja nicht groß was anderes machen mit so einem Blendding, ne? Ich meine, da kann man nicht einfach. Gut, man könnte Salz streuen, aber dann müsste man ja Salz kaufen, ne? Ich meine. Und Salz, Salz kostet Geld, ne? Geld haben wir nicht. Also können wir uns keinen Salz kaufen. Deswegen fährt er lieber den Bulldog kaputt, den er auch schon seit über 10 Jahren hat und deswegen schon uralt ist. Und naja, es ist ein ziemliches Billigding im Prinzip. Wie das 10 Jahre lang halten hat, wundert mich echt. Ey, geh weg. Scheiße. Boah, du sollst da nahe. Wieso kann man Blöcke nicht verschieben? Warum muss man die immer kaputt schlagen? Und für den Fall, dass jemand das Spiel auch spielen will, diese Version, ich werde wie immer den Link zur Webseite in die Videobeschreibung genau einfügen. Und geh weg. Und dann kann man sich das auch runterladen. Man muss sich übrigens nicht auf dem offiziellen Server anmelden. Nein, kann man auch machen, muss man aber nicht. Man kann das auch so einfach spielen und für alle, die auch unendlich Blöcke haben wollen, weil das Crafting-System in der aktuellen Version ehrlich, wie gesagt, nicht ganz funktioniert. Ich glaube, in der älteren Version funktioniert es, glaube ich, aber das interessiert mich eh nicht. Ich bastle hier lieber mit Lego. Ich meine, früher hat man auch nicht irgendwie drei Lego-Steine Holz gebaut, aus Lego-Steinen so ein Holz gebaut und dann mit zwei Holz, die man aus Lego gebaut hat, dann irgendwie ein Boot, ein Brett oder sowas zusammengebastelt. Gut, also ich zumindest habe das mit Lego-Steinen nie gemacht. Ich weiß ja, wie ihr Lego gespielt habt, das kann ich jetzt so direkt nicht sagen. So, jetzt bauen wir noch eine Anhöhe drauf. Hey! Netz kaputt! Hey! Was soll denn der Kack? Egal. Was wollt ihr jetzt noch sagen? Ja, und wenn ihr auch unendlich viele Blöcke haben wollt, müsst ihr einfach in der, wie heißt's, Server Config XML-Datei oder. Ach, geh weg. Hier das Ding heißt einfach mit einem beliebigen Texteditor oder mit einem Internet Explorer. Ja, damit will er standardmäßig bei mir öffnen, aber da ich irgendwie alle da DirectX, ActiveX Elemente deaktiviert habe, kann er das nicht so recht, deswegen habe ich es mit dem Texteditor bearbeitet und den Kreativmodus von False auf True geändert. Ja, also. Wenn ihr es mit dem Internet Explorer öffnet, müsst ihr, glaube ich, nur einen Haken setzen und dann geht es auch. Und ich hoffe auf zügige Weiterentwicklung. Es soll ja noch erweitert werden. Ho, ho. Noch mehr klauen von Minecraft. Ho, ho, ho. Ja, wir klauen einfach. Würde ich auch machen, ganz ehrlich. Warum nicht? Weil, was will er machen? Er kann sich beschweren, ja, aber. Bei so lumpigen Texturen, die kann man recht schnell austauschen, würde ich mal sagen, wenn da wirklich irgendjemand sagen würde, ja, das ist Copyright-Verletzung. Wenn. Na komm. Aber es wird wahrscheinlich eh niemanden jucken, also von daher
Schönes Fundament, schöne Erhöhung. Jetzt bauen wir eine Mauer. Halt, da darf ich nichts hinbauen. Ich dachte, da darf ich nichts hinbauen. Doch, da muss ich was auch was hinbauen. Sieht doch, sonst sieht das ja scheiße aus. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen, verdammte Blöcke. Geh weg. So. Mal schauen. Genau, da kommt meine Haustür hin. Weg. Weg. Sehr schön, jawohl. Türen gibt es doch keine, ne? Oder doch? Nee, aber ich habe Bücher. Frag bin ich warum, aber ich habe Bücher und ich kann Dachziegel, habe ich auch, sehe ich gerade, sehr schön. Und ja. Also wie gesagt, so wie es aussieht, wird im Forum noch heftig diskutiert. Meist von irgendwelchen kleinen Kindern. Ja, ist alles geklaut von Minecraft und so. Gut, welcher Spielehersteller klaut nicht, ne? Ich meine, mal ernsthaft. Wenn ich nach dem gehe, könnte ich auch sagen, hey, jedes Strategiespiel, das irgendwie mal rauskam, ist sowieso nur geklaut von Command & Conquer, weil...